Leute, rein in die Shorts. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch fragen würde, wie lange ihr braucht, um von Netherite zu bekommen? Bestimmt nicht 34 Sekunden, oder? Denn das ist der aktuelle Weltrekord von Crimson 1337. Und wie er das denn bekommen hat, zeige ich euch jetzt. Mit einem bestimmten Seed spawnt er direkt neben einem Root Nether Portal mit genug Zeug, um es zu aktivieren. So ist er in den ersten 5 Sekunden direkt schon im Nether. Im Nether ist er zwar direkt neben einer Bastion, aber er geht zuerst Holz holen. Dann springt er durch ein Loch und um keine Zeit zu verlieren, verarbeitet er noch in der Luft das Holz. Er platziert den Crafting Table und macht in der Luft noch eine Leiter für einen Leiter-Emoji. Baut die 2 Kisten ab und das war da drin. Dann geht er weiter, baut sich durch die Wand, nur um nochmal in so einen Raum zu kommen. Baut die 2 Kisten ab und fängt an zu craften. Denn jetzt hat er alles, was er benötigt, um seine Full Netherite zu bauen. Und das in 34 Sekunden. Das gibt's ja was? Das war ja absolut krank. 240 Millionen Euro für eine Pizza ausgegeben. Aber keine Sorge, Laszlo Hanyetz hat dafür 2 ganze Pizzen bekommen. Das ist ja ein Schnabber. Er ist nämlich die erste Person, die mit Bitcoins etwas gekauft hat. Oh, Laszlo hat 2010 bei Papa John's 2 Pizzen für sich und seine Kinder gekauft. Und wie statt viel? $41 hat er 10.000 Bitcoins bezahlt. Also ca. 0,4 Cent. Und die sind mittlerweile 240 Millionen... Oh Gott, sorry, meine Nase. Ja, aber der hat doch bestimmt noch mehr Bitcoins. Pro Bitcoin. Heute sind Bitcoins 6 Millionen mal mehr wert. Und damit hätte er... Ja, aber hat er noch was gehabt? Ich seh dich nicht, du Eierbär! Oh, was ist denn los? Ist rot. Ja, Fahrradfahrer hatte ein bisschen Bock auf draufgehen. Wo kommen Sie denn jetzt her? Oh, hi, bin die Treppe raufgejoggt. Sie wissen, es heißt gen Himmel fahren. Sie müssen nicht laufen. Ach, kein Problem, ich liebe Sport. Ja, irgendwelche Restsünden, die noch nicht vergeben wurden. Ach, mein einziges Laster ist, dass ich zu hilfsbereit bin und mir dadurch so viele Freunde und Geburtstage merken muss. Ha, ich sehe gerade, Sie wurden verändert. Oh, ich bin so schlecht in Geburtstage merken. Das ist meine größte Schwäche. Und dass ich gerne Essen vom Boden aufhebe und esse. Zufällige Sonder... Keine Ahnung, was... Überprüfung ausgewählt. Perfekt, Prüfung machen mir gar nichts aus. Ja, man kennt's nicht, wahr? Irgendwelche Allergien, ein bisschen Nüsse. Oh, das ist jetzt aber dumm. Sie müssen dieses ganze Glas Erdnussbutter auslöffeln. Ah, ein Glück, dass ich schon tot bin. Ja, aber das ganze Fett und Ihre sportliche Figur. Ach, nicht schlimm, ich kann irgendwie alles essen und nehme einfach nicht zu. Oh, ich brauche noch Ihren Kontoauszug vom 31. Februar 2004. Ja, Ordnung ist der halbe Tod. So ein Glück aber auch. Ah, ich liebe Wasser ohne Geschmack. Ach, was soll's. Wow, nice Sauna. Warum kommt er denn jetzt in die Hölle? Was hat er denn jetzt gemacht? Ich habe das nicht verstanden. Hier sind Lügen, die wir jeden Tag hören, aber immer noch glauben. Nummer 1. Man sagt, dass eben die Bullen bei der roten Farbe aggressiv werden. Aber es ist genau das Gegenteil. Sie erkennen noch nicht einmal die rote Farbe. Nummer 2. Man sagt, wenn man von einer Qualle attackiert wurde und dann eben auch mehrfach gestochen oder gebissen wurde, sollte man eben auf den Arm, wenn es eben dort passiert ist, draufpinkeln. Doch es hat tatsächlich eine Studie gegeben, die genau das getestet hat. Und nein, du solltest auf keinen Fall da drauf pinkeln, weil es wird nur noch schlimmer dadurch. Ja gut, zu spät. Nummer 3. Viele Leute denken, dass sie einfach von einer Handgranate den Schlüssel mit den Zähnen rausziehen können. Aber wenn du das machst, dann hast du auf jeden Fall ein paar Zähne weniger. Und Nummer 4. Man sagt, dass man ungefähr im Leben zwischen 8 und 10 Spinnen während des Schlafes verspeist. Doch das stimmt nicht, weil die meisten Menschen schlafen sogar mit einem Mund, der zu ist. Ich weiß gar nicht. Ich bewerte heute das Essen und Trinken im Disneyland California Teil 2. Im Adventure Park habe ich einen Stopp eingelegt bei Schmusis. Die sind sehr bekannt für ihre Shakes und guckt euch diesen Konfetti-Cake-Shake an. Wir waren jetzt 10. Alter, direkt Diabetes, aber ist geil. 10 von 10. Der Kuchen war lecker, der Shake war lecker, man muss es mal probiert haben. Und der Bananasplit-Mickey-Maus-Shake bekommt von mir eine 9 von 10, aber nur, weil ich den anderen einen Ticken leckerer fand. Aber wenn man auf Schokolade und Banane steht, muss man das auch mal probiert haben. Dann habe ich mir so eine gehypte Limonade geholt und die wirklich ihren Hype wert. Also definitiv eine 9 von 10. Als ich dann weiter in den Park bin, habe ich so einen kleinen Churros! Diesen Stand gefunden und da gab es einfach mal eine Churro-Rolle mit Himbeergeschmack. Churros. Definitiv eine 9 von 10 von mir. War auch nicht zu süß und war echt lecker. Cosmic Cream Op war definitiv eine 9 von 10 von mir. Das war keine was anderes, Ahnung, was habe ich auch vorher noch nie gegessen. Das ist wie so ein kleiner schwarzer Kuchen und drin war eine Himbeer-Cheesecake-Füllung. Dann bin ich auch schon zum Pixar-Bereich und da gab es... Ey, was snackt sie alles weg? Was sehr gehypt ist. Und zwar der Pixar Pure Frosty Parfait. Unten ist quasi Slushy und oben ist so ein Zitroneneis und... Oh, ja, fühle ich auch nicht. Eine 10 von 10. Und zu guter Letzt habe ich noch den gehypten Chili Mac and Cheeseburger probiert. Der war leider immer nur eine 5 von 10. Junge, was sie alles wegsnackt. Den, weil ich fand, der war ein bisschen zu überladen und ein bisschen stark angekokelt. Und der Peach Honey Tea Slush war leider nur von mir eine 2 von 10, weil er sehr künstlich schmeckte. Geil. Jetzt habe ich richtig Hunger. Wenn du 500 Euro geschenkt bekommst, was würdest du als erstes kaufen? Oh, 500 Euro würde ich... Ach, warte mal, was würde ich mir aktuell... Ich weiß es nicht. Erstmal ins Aqualand gehen, dann würde ich einen Döner essen. Ja, stimmt. Ich würde mir was Geiles zu essen kaufen. Und dann würde ich noch shoppen gehen. Sparen.
Sparen. Ich würde es zum Geld vom Führerschein legen. Was ist mit meinen Kindern los? Smarter Dude. Du bekommst ganz viel Geld geschenkt, Mireille. Was machst du damit? Ich will Eis essen mit meiner ganzen Familie. Oh. Schwimmbad gehen. Einkaufen. Ich würde es für eine Switch ausgeben und den Rest sparen. Ja, Switch. Ich habe tatsächlich auch als erstes an eine Videokonsole gedacht. Aber dann dachte ich mir, ja, warte, ich hab doch alles. Dieses Flugzeug ist das größte, was jemals gebaut wurde. Aber du findest es auf keiner offiziellen Liste. Das Ding ist krank. 1967 überflog ein amerikanischer Satellit das Kaspische Meer. Bei der Auswertung der Bilder stieß der US-Geheimdienst dann auf ein unfassbar großes Flugobjekt. Sie hatten keine Ahnung, was es ist. Dafür aber mächtig Angst. Und so tauften sie es das Kaspische Seeungeheuer. Naja gut, es taucht wahrscheinlich nicht auf den offiziellen Listen auf, weil es eigentlich eine Mischung aus Flugzeug und Schiff war. Junge, was bist du? War schon Flugzeug, denn es flog mit 500 km/h etwa 10 Meter über dem Wasser. Es flog. Die Sowjets wollten damit ihre Truppen schnell übers Wasser verlegen können. Das Problem? Das Teil war fast 100 Meter lang und flog sehr, sehr instabil. 1980 ging es bei einem Unfall unter und man ersetzte es durch das etwas kleinere Loon-Fahrzeug. Ein Wrack dieser Loon-Reihe steht immer noch in Dagestan am Strand vom Kaspischen Meer. Junge, einfach so ein gigantisches Flugzeug. Einfach so am Strand. Das eigentliche Seeungeheuer, das liegt leider, leider am Grund. Aber die größte war diese Antonov, ne? Die da in der Ukraine zerballert wurde. Mutter versus Vater. Thema? Wenn man gute Noten bekommt. Oh. Wie der Vater reagiert. Hey, schau mal, ich habe heute eine Schule an 1 bekommen. Oh, das freut mich. Also bist du doch nicht so eine große Enttäuschung für die ganze Familie. Ja, danke. Warte. Oh. Was meinst du damit? Wie die Mutter reagiert. Hey, schau mal, ich habe heute eine Schule an 1 bekommen. Was? Wirklich? Bei wem hast du abgeschrieben? Bei niemanden. Ich wusste einfach alle Antworten. Ach so, du hast geschummelt. Welcher Trick war es denn? Da war kein Trick. Ich habe einfach gelernt. Das klingt ja gar nicht nach meinem Sohn. Ja, du hast recht. Als ob ich eine andere Person wäre. Hallo, Polizei, ich brauche Ihre Hilfe. 20 oh Minuten Gott. Später. Sie ruft einfach die Polizei. Ja, würde ich auch. Was, wo bin ich? Endlich bist du wach. Sag uns, wo du ihn versteckt hast. Was, wo ich wen versteckt habe? Ihren Sohn natürlich. Ich will meinen Sohn zurück. Hä, was, ich bin dein Sohn. Das ist Sie will den dummen Sohn zurück. Logan, mein Sohn würde nie gute Noten bekommen. Na klar, wenn ich gelernt habe, geht das schon. Bestimmt ist er ein Formwandler und hat das Aussehen ihres Sohns übernommen. Mein Sohn wird auch niemals lernen. Du bist ein schlechter Fake. Ich hab doch nur gelernt. Ja, hätte mir auch passieren können. Schauen wir mal, ob du guten Geschmack diese hast. Schuhe wenn du einen von diesen ein Schuhen Logo. Magst, kette oh Gott. Und wenn okay. du Glück in 2023 oh haben willst, dann lass mal ein Abo da. Let's go! Yeezy Foam Runner. Ja, die habe ich nie Also willst du mir sagen, mit diesen Schuhen kannst du rennen und einfach der Preis. Sind das einfach nicht der Hausschuhe, Gedanke zu haben, dass du diese Schuhe haben willst? Kritisch. Ich meine, diese Schuhe haben etwas. Die sind gar nicht mal so schlecht. Was? nee, fühle ich null. Aber das ist der neue Trend momentan. Wie tief sind wir 2023 gefallen? Wenn du dir je diese Crocs hier holst, als Fashion-Schuh und an mir vorbeiläufst, so geil. Ich werde stehen bleiben und einfach lachen. Ich weiß wirklich nicht, welche Frau sich diese Schuhe hier gekauft hat. Denkst du, jemand will einen großen Zeh sehen? Ich sehe diese Schuhe letzter Zeit so oft. Es ist einfach ein Nein. Das ist ein No-Go. Die habe ich noch nie gesehen. Diese Schuhe hier, muss ich auch ehrlich sagen, sind so ein bisschen Doc Marten-Style, oder? Ich auch immer öfters. Die saugen einfach meine positive Energie aus mir heraus. Ich meine, jetzt mal Real Talk. Tragt alle, was ihr wollt. Lasst euch nicht irgendwie... Aber da, er hat ja gefragt, der persönliche Geschmack. Wenn jemand anders das tragen will, go for it, Leute. Tragt das, worauf ihr Bock habt. Aber ich persönlich würde es nicht tragen. Ich bin super langweilig. Ich habe irgendwie meine Adidas Ultra Boost und die sind bequem, easy, wunderbar. Wir sind gerade in Disneyland und wir testen jetzt jedes Essen, das aussieht wie Mickey Mouse. Los geht's. Wir starten rein mit dieser Köstlichkeit. Eine Waffel, die aussieht wie Mickey Mouse und schmeckt geil, weil war wie Pfannkuchen. Dann geht's weiter mit dieser Art Berliner. Ziemlich lecker. Hier nochmal mit Aprikose. Sehr gut. Diese beiden Kandidaten sehen nicht nur aus wie Fertigkuchen, schmecken auch wie Fertigkuchen. Genau. Ja. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Das war so eine Art Schokosoufflé. Und weiter geht's mit was Salzigem. Es war mal Zeit für eine Mickey-Maus-Pizza. Ja, oh. Also ich sag ehrlich, hat geschmeckt wie die klassische Tiefkühlpizza. Am Ende habe ich mir noch... Es wäre mir egal. Ich hätte jetzt so Bock auf ein Stück Pizza, Mann. So einen Eimer mit Popcorn gekauft. Und um's abzurunden, sag ich mal, Disneyland war geil. Essen, nehmt euch lieber selber mit. Like und follow für mehr Videos. Darf man Essen mit ins Disneyland nehmen? Ihr Baby ist allergisch gegen Mädchen. Nein! Was geht denn da ab? Oh mein Gott, ich glaube, kann ich dir kurz was erzählen, bitte? Nein, tschüss. Sag, du Willard, ich muss schon wieder anfangen zu weinen. Was ist denn hier los? Da muss ich auch weinen. Mein Hamster ist gerade gestorben. Oh nein. Oh, das ist ja wirklich total traurig. Ich habe mich draufgesetzt und dann ist er gestorben. Warte, das ist nicht echt? Ist es irgendein Insider? Ich verstehe das nicht. So was? Was war singen? Is it too late now to say sorry? Ja.
Ich bin verwirrt. Ich bin ein Lauch und deshalb kann ich ein Muscle Up. Sowas habe ich schon öfters gehört, weil ich 63 Kilogramm wiege. Und ja, ganz unrecht haben sie nicht. Denn Gewicht spielt eine entscheidende Rolle beim Muscle Up. Doch ich glaube mit... Ja, aber du brauchst ja trotzdem Muskeln, oder nicht? Das kann ja nicht jeder. Mit der richtigen Technik schafft man es auch mit mehr Gewicht. Deshalb teste ich, mit wie viel Kilogramm ich es schaffe. Mit 5... Weil der wirkt doch nicht wie ein Lauch. Der ist halt drahtig, weißt du? Muss ja nicht jeder so, keine Ahnung, so ein Bulle sein. Kilogramm habe ich es geschafft. Doch was ist mit 7,5 Kilogramm? Das habe ich bisher noch nie gemacht und ich war überrascht, dass ich das geschafft habe. Heute ist ein guter Tag, deswegen... Weil man sieht doch, dass er Kraft hat. ...habe ich 10 Kilogramm ausprobiert. Und ich kann es nicht glauben, das hat einfach auch funktioniert. Ja, ich glaube, jetzt ist aber erstmal Schluss, weil 15 Kilogramm werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Das kann ich gefühlt gerade noch so hochheben. Ich habe es trotzdem probiert, um zu schauen, wie schwer es ist. Und ich glaube, ich bin ein ganzes Stück noch davon entfernt. Doch dieses Jahr ist auf jeden Fall mein Ziel, mit 20 Kilogramm ein Muscle abzuschaffen. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Heute wollen wir herausfinden, wie Mentos Extrem mit Cola reagiert. Hat er da edle Tropfen? Das ist was, was mein Vater sich manchmal gekauft hat. Da macht auch so ein Ah, wie heißt der? Ah, der hat auch so graue Haare. Der macht da Sky Dumont. Ich glaube, den fand meine Oma immer ganz süß, den Sky Dumont. Ja, so, nehmen wir mal so ein paar. Ja. Ah, Trockeneis ist das oder was? Oh, das blubbert schon ganz schön. Oh, das explodiert doch. Das wird sich jetzt so lange ausdehnen. Da bestimmt so gleich so eine kleine Beule. Oh ja. Man hört's schon. Hört ihr das? Man hört das Plastik richtig knacken. Oh Gott, ich werde mich so erschrecken. Oh! Ich dachte, da geht noch mehr. Wie schwer war der Militärtest auf der FIBO? Ich habe es für euch ausgetestet. Ich war in einem Dreierteam und wir mussten insgesamt 15 Klimmzüge schaffen und durften es untereinander aufteilen. Jedoch hat die Weste ungefähr 12 Kilo gewogen. Und ich glaube, ich habe ungefähr 5-6 dabei. Ja, ich glaube, ich wäre da nicht so geeignet. Was sind die letzten 10 Minuten und Sie haben... Ach, dieser Paluten, Hausaufgaben werden nicht kontrolliert. Aber das war mal geil, wenn Hausaufgaben nicht kontrolliert werden. Oh... Einfach 10 von 10. Für den Fall, dass du gerade wieder denkst... Oh, ich habe mich heute mal wieder gar nicht bewegt. Pass auf, die Erde hat sich mit dir zusammen die letzten 10 Stunden etwa 10.000 Kilometer um sich selbst, 1 Million Kilometer um die Sonne, 9 Millionen Kilometer um unser Galaxiezentrum und 22 Millionen Kilometer innerhalb der Lokalität. Ey, das ist völlig verrückt. Wir sind auf einem riesigen Stück Stein, was sich absurd schnell bewegt, aber alles ist chillig. Gruppe bewegt. Was sind da bitte 10.000 Schritte? Gute Nacht, Bro, du hast dir verdient. Ja, danke. Ja, aber ich gehe jetzt noch nicht schlafen. Das ist cool gemacht. So was Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Er hat auf jeden Fall viel Vertrauen in seine Möbel. Ja, guten Appetit. Was hat der eigentlich für ein krasses Haus? Probier mal einen Döner in Thailand. Ich bin gerade in Thailand und probiere einen in jedem Land. Ist das da Döner? Nummer 8. Also habe ich mich auf meinen Roller gesetzt, Dönerläden hier gesucht, einen sehr gut bewerteten gefunden und bin hingefahren. Auf der Karte gab es die typischen Speisen, aber je weiter ich geblättert habe, desto komischer wurde es. Zur Auswahl gab es Hähnchen und Rind. Ich habe meinen Döner mit Hähnchen bestellt. Dazu kamen 3 Soßen, Zwiebeln, Tomaten und Salat. Und so sieht ein thailändischer Döner aus. Beim ersten Bissen dachte ich gar nicht so schlecht, aber je weiter ich dran gegessen habe, desto mehr habe ich gemerkt, das schmeckt nicht wirklich. Das Fleisch hatte ein schönes Röstaroma. Aber das Brot war lapprig, die Soßen fad und das bisschen Gemüse hat es dann auch nicht wirklich rausgeholt. Aber es war okay. Ich hatte in anderen Ländern schon viel schlechtere. 5 von 10. Aber gekostet hat er nur 2,90 €. Krass. Mittlerweile kostet doch Döner 7-8 €, oder? Ich hatte echt Glück. Als ich gestern Nacht zu einem Ort Auto gefahren bin, habe ich bemerkt, dass meine hinteren Trommelbremsen angefangen haben, so ein schleifendes Geräusch von sich zu geben. So ein... Und auch beim Anfahren war das so ein... Was ist das für eine Und als ich dann heute Morgen von diesem besagten Ort wieder heimfahren wollte, war das Problem immer noch da. Habe ich gedacht, habe ich diesen Monat TÜV, kann ich zur Werkstatt meines Vertrauens fahren und einmal meinen Bremsen checken lassen. Ungefähr 200 Meter vor der Werkstatt habe ich sogar nochmal vollgetankt, weil ich schon komplett auf durstig gewesen bin. Vor der Werkstatt habe ich eingeparkt und während ich zum Stillstand komme, blockieren meine hinteren Bremsen komplett. Ich kriege meine Handbremse nicht mehr gezogen, die Kiste bewegte sich nicht mehr vom Fleck. Ich war vorher schlecht gelaunt und ich hatte schon diese Attitude, dass wenn ich da jetzt reingehe, ich einfach sage, hey, meine Bremsen sind im Arsch. Aber ich fand das so unglaublich random, dass genau an der Stelle, genau vor der Werkstatt, nicht bei mir zu Hause, da, wo ich vorher gewesen bin. Und auch nicht an der Tankstelle, und an keiner Ampel, während der Fahrt, sondern genau vor der Werkstatt, während ich richtig ordentlich eingeparkt habe. Ich betone das, weil ich normalerweise echt ein bisschen weird einparken kann. Ja, einparken ist auch nicht so meine Stärke. Spider-Man? Ja, was ist da? Aber das ist GDA, ne? Er kickt einfach Spider-Man runter.
die unterschiedlich angemalt sind. Dann die Minions. Junge, was ist denn das? Weil das ist auf jeden Fall GDA. Das ist der Hulk in verschiedenen Farben. Junge. Warum hat der Hulk einen Schnurrbart, Mann? Okay, Leute. Ich würde sagen, genügend Internet für heute. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schaltet gerne den Like rein und ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.